In diesem Video zeige ich dir, warum du eine Aspirin-Tablette in deine Waschmaschine geben solltest. Denn sicherlich kennst du es bei weißer Wäsche auch, dass diese mit der Zeit immer mehr vergraut und die Farbe einfach fehlt. Egal, ob es sich dabei um Handtücher oder T-Shirts, Pullover oder andere weiße Klamotten handelt. Doch mit Aspirin-Tabletten bekommst du das Ganze tatsächlich wieder richtig schön weiß. Und selbst Deo-Flecken unter den Ärmeln von T-Shirts oder Pullovern bekommst du mit der Aspirin-Tablette wieder aus den Klamotten. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach ganz normale herkömmliche Aspirin-Tabletten mit in deine Waschmaschine zu geben. Je nachdem, wie stark das Ganze vergilbt ist, kannst du zwischen 2 und 8 Aspirin-Tabletten mit in die Wäsche geben. Ich nehme jetzt hier 2, weil das Ganze hier nicht so stark ist, gebe das Ganze einfach mit in die Trommel und starte dann das ganz normale Waschprogramm. Denn in der Aspirin-Tablette finden wir eine schwache Säure, die diesen Effekt einmal hervorruft. Wenn du nur gewisse Kleidungsstücke hast und nicht gleich eine ganze Waschmaschine voll, dann kannst du das Ganze auch einfach in einem Eimer machen. Dafür schön warmes, heißes Wasser in einen Eimer geben und hier die Aspirin-Tabletten ganz einfach drin auflösen. Hier kannst du auch je nach Härtegrad der Vergrauung schauen, dass du zwischen 2 und 8 Tabletten in einen Eimer gibst und die Teile, die eben etwas vergraut sind, mit dazugeben und hier drin einmal mindestens 8 Stunden einweichen lassen. Wenn die Zeit rum ist, dann kippst du das Wasser einmal weg, wringst die Klamotten schön aus und gibst sie dann noch einmal ganz normal mit in deine Wäsche und wäschst sie nochmal regulär durch, damit hier auch die Reste von der Aspirin-Tablette dann aus den Klamotten verschwinden. Und nach dem Waschen sollte das Ganze dann wieder deutlich weißer aussehen und im neuen Glanz erstrahlen. So kannst du Aspirin-Tabletten eben auch noch verwenden, anstatt sie einfach nur für diverse Schmerzen zu benutzen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, ob du diesen Trick mit Aspirin in der Waschmaschine schon kanntest und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.